gucken. Hashtag ultimativ beste Nacht ever. Ja, ja. Also ich denke mal, Platz 3 oder 5 ist drin. So ist jetzt meine Einschätzung. Ken Block ist vorne. Nachher Sun wieder auf ganz vorne mit. Die ziehen mich irgendwie alle ab. Aber richtig. Boah, was ist denn hier, Alter? Ach, nee. Also mit dem Wagen weiß ich nicht. Ist nicht. Schuss in den Ofen. Ist doch nicht so richtig schnell. Ich verstehe das nicht, warum dann, wenn ich in der Garage bin, da steht hier, der fährt 380 problemlos, Topspeed 380. Super Zeiten, Alter, 1100 PS soll das Ding haben. Aber kommt kaum um über 250. Also wirklich. Der auch noch ständig ab. So ein bisschen. Nein. Ich habe gesagt, hier wäre Platz 3 oder 5 und jetzt bin ich hier auf dem 11. Nun los, Mann. Gibt's doch alle gar nicht. Der Subaru. Oh. Ey Leute, lasst bloß die Finger von diesem Auto. Das braucht keiner. Mann, der lenkt, oh ja, nee. Was ist denn hier bloß los, Mensch? Oh, jetzt kann ich hier wenigstens bei 10 hier erkämpfen. Ken Block. Ken Block, zieh mal ab! Magnus Walker! Magnus! Yeah, jetzt kommen wir wenigstens hier mal ein bisschen nach vorne. Travis. Ach. Oh. Kinder. Hast du diese modernen Autos hier immer? Moderner Mumpitz. Was ist das? Ich schwöre, der alte Golf. Was ich immer Golf sage. Der alte Porsche geht bestimmt so ab, der ist bestimmt so gut. Den auch hier Nakaizan und Magnus haben. Da, den, Alter, der ist bestimmt geil. Aber die Kiste hier, die ich habe, ist eine letzte Pisse. So ein Dreck. Eigentlich ja, den Finger schon fast auf X lassen, damit den die ganze Zeit Gnoss gibt. Guck mal, wie die abgehen. Weg sind sie. Ich gebe Vollgas, werden kein Block zieht vorbei, als wäre das nichts. Jetzt wird der auch noch langsamer. Hier gibt's doch ja. Mit
Nos market ja jeden hier alles. Aber ohne. Ohne ist kacke. Boah, also ja, Moroshi-san. Und dann unschönen Diablo. Ich bin 10. Leute. Was ist denn los? Jetzt kommt, glaube ich, eine Stelle, wo ich mal richtig Feuer sehen kann. Da kommt kaum über 300. Jetzt geht was, oder? Was ist alle? Der Gas ist halt da. Und ich kollidiere auch noch mit Manu. Meine Fresse, sag ich da nur. Gleich habe ich es hinter mich gebracht, hier dieses Rennen. Dieses Auto. Aber wenn man so einen guten Subaru gewohnt ist, da ist man mit dem Porsche einfach schlecht bedient. Was ist los? Guck. Den haben wir schon mal. Dann machen wir den Grill. Bisschen Windschatten fahren, aber die sind trotzdem weg. Das knüpft auch nicht. Also Windschatten ist hier auch für den Arsch. Geht mal hier ein bisschen. Nun los. Mensch. Wisst ihr, was man eigentlich machen müsste? Was man hier reinpatchen müsste? Und zwar, dass man einen Text eingibt. So wie bei dem Nummernschild hinten und der das dann automatisch richtig korrekt aufs Auto bringt. Nicht die einzelnen Buchstaben, sondern richtig Text. Das wäre echt cool. Das wäre eine gute Idee. Dann dass man auch die Schriftart ändern kann und die Größe natürlich und alles. Das wäre echt geil. Könnte man sich im Endeffekt Sponsoren-Sticker selbst machen. Ja, das fehlt mir hier noch ein bisschen, so richtige Sponsoren. Die haben wahrscheinlich für dieses Spiel keine Lizenzen bekommen. Kein Recaro, kein Sparko, kein Momo. Kein Übrigen, kein Nix, kein Bildstein, kein König, nix. Das gab's alles bei Underground 1 noch. Die werden wahrscheinlich auch keine Lizenz für NOS bekommen haben, oder die haben sich nicht von Munich, deswegen heißt es Nitro in NOS. Weil auch bei Underground hieß es ja auch NOS. Das ist ja nun mal eine Firma.
So, jetzt haben wir das Rennen hier gleich beendet. Auf einem sehr schlechten Platz. Okay, vielleicht kann man hier noch ein bisschen was erkennen. Naja, nur hinter oder was? Das tut kein Block noch? Nee. Nee, 9. geworden. Gut. Kein Auto für mich. Ja, Leute. Also, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Porsche. Im nächsten Video mal gucken, gibt's wahrscheinlich wieder einen neuen Wagen dann. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ihr liked meine Videos, gebt mir Abo. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde.